Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt. Ja. Tja. Ich skipp mal wieder. Die Gute. Die Gute. Ah, ein Optimist. Du erhoffst dir, dass die Schlechte nicht mehr so schlimm ist, wenn du die Gute gehört hast. Interessant. Also, die gute Nachricht ist, dass ich dir helfen kann, die Splitter zu besorgen. Ich weiß, wo ich genug herbekomme, um alle meine Schulden und noch mehr zu begleichen. Die schlechte Nachricht ist, dass ich keine Splitter habe, die ich dir geben könnte. Außer die paar, die ich von dir bekommen habe, aber die werden wohl kaum reichen. Aber ich wäre nicht Red, wenn ich nicht bereits einen Plan hätte. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Sie sagt, sie wäre pleite. Streng genommen ist sie das bestimmt. Ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie lügt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ich möchte sie nicht bestehen. Tja, mein Freund, du hast aber keine andere Wahl. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Aber keine Angst, ich werde da sein und Schmiere stehen. Mal sehen, vielleicht kann ich Chloe ja in ein Gespräch verwickeln. So, dass sie dich nicht dabei bemerkt. Können wir sagen, dass er sie beklauen will? Ich meine, dreh mir den Spieß doch einfach mal um. So. Ganz doof gefragt. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Nee, das geht nicht. Wirklich? Wirklich. Oh Mann. Red, du bist echt ein Arsch. Gib mir den Schlüssel. Gut. Aber wir werden und gleichzeitig. Vielleicht. Lass mich nur. Sie, ihr, ich, alles klar. Dann los. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Gut, gucken wir nochmal, was die zur Sache soll. Ich kann nicht mehr reden und ich werde auch immer leiser, merke ich. Na super. Was willst du, Red? Hey, warum denn so unfreundlich? Womit habe ich das verdient? Vielleicht die mehreren tausend Splitter, die du mir schuldest? Oder... Halt, warte mal. War es vielleicht der Stoff, den du hier geklaut hast? Halt, nee. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es war die Prügelei, die du hier angezettelt hast. Echt jetzt? Du. Wenn du das sagst. Schlechter Zeitpunkt. Ach, okay, das geht nicht. Schade. Da ist er. Er hat sich gerade... Du hast... Na los, Red.
Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Gucken wir doch mal. Was soll der Scheiß? Du fragst mich, was der Scheiß soll? Du hast mich bestohlen und Red hat es mitbekommen. Dachtest wohl, eine Frau kann sich nicht wehren? Aber da liegst du falsch. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Können wir uns nicht anders einigen? Können wir uns nicht anders einig werden? 1000 Splitter und wir sind quitt. Auf weniger lasse ich mich nicht ein. Wer mich beklaut, muss zahlen. Ich werde nicht zahlen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du die Wunden überlebst, die ich dir zufügen werde. Zieh deine Waffe. What the fuck? Wir sehen uns später. Aua. Ich bin dann mal weg. Ist. Waffe weg. Ist ja doch nicht so dumm, Freundchen. Was willst du noch? Erst beklaust du mich, dann verprügelst du mich. Ich gebe mich geschlagen. Aber glaube mir, das wird für dich ein Nachspiel haben. Erst mal was trinken. So, bis zum nächsten Morgen. War ganz schön knapp gerade. Rolle Klopapier neben Bett, na toll. So. Da bin ich anderer Meinung. Dann kümmern wir uns doch mal um Red. Dein Ersatz bringt Leute um. Hervorragend. Dann macht sie ihren Job jetzt schon besser als ich. Mir ist das egal. Solange sich niemand beschwert, ist doch alles super. Also reg dich nicht auf, okay? Ich bin dann mal weg. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So, ich mache nochmal Quick Save. Das kann nicht wahr sein, ey. Blödes Arsch. Gesicht, das Elendes. So, Red, jetzt bist du dran, wenn du noch hier bist. Halt, 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 bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Ja, sehr sogar. Warum hast du mich verraten? Schön, dass du dich entschlossen hast, mir nicht volles Pfund aufs Maul zu geben. Dieses Verhalten ist auch wirklich etwas altbacken, findest du nicht? Naja, wie auch immer. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Mhm, wir beide. Sie hasst mich. Und du bist fein raus, Arschloch. Ich sehe keinen Vorteil, nur dass du mich verarscht hast. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen.
Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Gute Frage. Warum sollte ich dir vertrauen? Und wieso sollte ich dir vertrauen? Solltest du nicht. Du solltest nie jemandem vertrauen. Aber leider hast du bei mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Außer natürlich, du willst gar nicht mehr wissen, wo Chloe ihre Kohle hat. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten. Komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Okay. Gut, ein One-Bed, dann pennen wir doch mal eine Runde. Ganz in Ordnung finde ich die Scheiße immer noch nicht, aber... Auch irgendwo ein Bett. Hier so, ne? Bis zum nächsten Morgen. Gut. Zwei Tage. Einfach mal 48 Stunden durchschlafen, das geht doch. So. Da ich weiß, da war noch eine Truhe, aber die ist gerade mal nicht wichtig. Ich habe mit Chloe gesprochen. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Worum ging es nochmal? Na, du bist vielleicht vergesslich, mein Freund. Ich wollte doch für dich herausfinden, warum Chloe mit ihrer Bar so viel Kohle einnimmt, aber keine Abgaben an den Duke abdrücken kann. Du erinnerst dich? Ich wollte, dass du sie bestiehlst, habe dich verraten, um ihr Vertrauen zu gewinnen und so. Klingelt's? Ja. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Ich hab gehört, er wurde bestohlen. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Das klingt so, als wenn ich gleich auf die Fresse kriege von mehreren Leuten. Das erinnert mich so an Gothic 1. Ah. Also gut, ich denke, hier hört uns niemand, den es interessieren würde. Ah, na dann. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Okay. Na, erstes mit den Granaten. Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Ich wäre nicht Red, wenn ich keinen hätte, oder? Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Ich verstehe. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Woran denkst du? Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten zwei Monaten schon drei unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Gute Frage. Warum macht er das nicht? Nicht, dass er wieder hinter uns steht. Warum durchsuchst du nicht seinen Kram? Hey, Freundchen. Hat William mir oder dir den Auftrag gegeben? Ich muss dir auch gar nicht helfen. Ich mache das hier für dich, okay? Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort.
Moment. Wenn er pisst ist, ist das nicht gesund. Okay. Pass gut auf, mein Blake. Ja. Alles klar. Plan. Ich nehme an, ich wäre nicht. Du solltest auch. Wenn er, wir spielen die ganze Sache mal mit. Woran denkst du? Woran? Du solltest. Ich weiß. Soll. Wenn wir. Wir brauchen. Und den? Wofür braucht er so viele Leibwächter? Naja, er hat wohl irgendwelche Geschäfte außerhalb zu erledigen. Du weißt, wie gefährlich es da draußen sein kann. Angeblich geht er gerne jagen und braucht dafür Schutz. Er erzählt dauernd, wie sie von Schakalen gefressen wurden. Aber wer weiß, ob das stimmt. Zurück zum Thema. Du gehst zu Blake und durchsuchst seinen Kram. Alles klar? Jo. Ich werde Blakes Sachen durchsuchen. Alles klar. Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Oh Mann. Sie sagt nicht, dass er gleich wieder hinter mir steht. Mi. Dann verprügel ich ihn wirklich. Hauptsache, der kriegt uns nicht fett. Da hinten, ne? Nee. Hier oben. Ja, hier oben. Wir sollen ja Reds Plan folgen, von daher. Achso. Das, ja. Exit und so. Ja. Du hast hier keine kluge Entscheidung. Ja, dann verpiss dich mal. Das wird's wahrscheinlich sein. Du hast hier keine kluge Entscheidung. Was passiert, wenn ich dem eine Granate vor die Füße werfe? Dir gebe ich das Fell. Achso, der macht mit. Warum macht er jetzt mit? Finde ich jetzt nicht gut. Du hast hier keine zu kluge Entscheidung. Wie hat er das fett bekommen? Ganz im Ernst. Ich
geht's auch. Wie gesagt, Outlaws, so ziemlich alles erlaubt, von daher. Das ist ja jetzt so. Ich meine, ne? Es hat mich jemand wegen einem Verbrechen gemeldet. Es ist die Frage, wegen welchem Verbrechen? Mord oder Diebstahl? Das ist, Die Mistrate kaufen wir uns. Oh. Ciao. Doof. Ach, gerade hinsetzen.